hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Put me under a microscope and watch me take control. Gestern gab es einen unglaublich heftigen Burrito. Rezept poste ich euch jetzt quasi in diesem Moment. Und den Shortcut, den blende ich euch jetzt noch ein. Boah, ich bin auch total müde. Ja, ich habe Urlaub, endlich. Bis zur FIBO ist nicht mehr lang, 7 Tage. Und ich mache jetzt quasi morgens Cardio, das die meistfasste Trainingseinheit überhaupt. Und gehe dann gegen Nachmittag, sage ich mal, nochmal trainieren. Und ja, damit ich mir jetzt erstmal hier mein Cardio erträglich mache, habt ihr auch gestern gesehen, Kai hat ein bisschen übertrieben. Kai hat ein paar Monsterdosen gekauft, nachdem ich über den Net mitbekommen habe, dass ich dass hier diese Ultra Zero Monsterdosen mit Geschmack auch am Start sind in Deutschland. Und deshalb wird jetzt erstmal ein kleiner Pre-Cardio-Booster genommen. Ich trinke nur wahrscheinlich so halbe Dose. Die andere halbe Dose wird dann noch ein bisschen in den Kühlschrank gestellt und dann für die Trainingseinheit verwendet. Und los geht's. What's this? I finally read this helplessness. Tired of feeling like I'm upside down. So I've gotta turn it all around. And oh, oh, dear God. Cardio ist geschafft und ja, jetzt gehe ich mal wieder meinem Plan nach. Ich möchte nämlich nach Möbeln gucken und mir eine Jeans kaufen. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal vor 2 Wochen vor. Naja, ihr seht, wie hinterher ich da bin. Und ja, das habe ich heute vor. Das ist quasi Cardio-Session Nummer 2. Denn ich werde, auch wenn ich es nicht so mag, mal nach Ikea gehen und da mal gucken, ob ich da vielleicht die ein oder anderen Badezimmermöbel finde. Ja, wird auf jeden Fall nochmal eine Cardio-Session, weil da muss man ja auch immer im Kreis laufen. Heißt, hat man auf jeden Fall auch nochmal ein paar Kilometer weg. Ich war jetzt gerade 30 Minuten ganz locker joggen beim Blick aufs Fitbit. Und da habt ihr mich auch gefragt, wie sieht's aus, Kai, wie findest du das Fitbit eigentlich? Bisher muss ich sagen, dass ich eigentlich ganz praktisch finde. Von der Akkulaufzeit ist das okay, aber ist jetzt nicht irgendwie überragend oder gut. Und so kann ich das aber wirklich gut einfach... Weiß ich nicht, es stört halt nicht, ist halt wie eine Uhr. Sehr cool finde ich halt auch, dass wenn man drauf drückt, dass die Uhr angezeigt wird und sogar mit Sekundenzeiger ist, sodass ich mich da quasi auch im Training dran orientieren kann, weil ich allgemein bei Fitix zum Beispiel sehr, sehr schade finde, dass da, wie es bei McFit zum Beispiel ist, dass da auf dem Bildschirm so eine kleine digitale Uhr zu sehen ist, weil ich halt gerade in der Diät immer bemerke, dass man entweder zu schnell trainiert oder gegebenenfalls auch zu langsam trainiert. Und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man seine Pausenzeit einhält. Denn gerade wenn man das zum Beispiel im Aufbau gemacht hat und beim 5x5 immer wirklich penibel darauf geachtet hat, dass man so circa 3 Minuten Pause gemacht hat und dann in die Diät geht und auf einmal denkt, boah krass, warum bin ich so schwach geworden, vielleicht aber dabei nicht auf die Uhr geguckt hat, dann muss man wirklich ja darauf achten, dass man ja vielleicht einfach seine Pausenzeit nicht einhält. Und dann ist ja natürlich klar, dass man gegebenenfalls schwächer wird. Ja, wie sieht's aus im Moment? Ich habe meine 6.400 Schritte, glaube ich. Ja, 6.400 Schritte schon weg, 5,7 Kilometer. Und ja, bislang noch nichts gegessen, gerade beim Cardio so ein bisschen ein paar BCAAs in mein Getränk reingemacht. Und weil ich ja heute Abend wieder was zaubern werde und diesmal habe ich den Fehler nicht gemacht, dass ich die Kamera nicht aufgeladen habe, sondern ich habe sie endlich heute aufgeladen. Deshalb habe ich euch jetzt auch nicht mit zum Cardio genommen. Ja, werde ich mal gucken, was ich mir da heute Abend zaubern werde. Habe aber irgendwie noch gar keine Vorstellung, was ich denn machen könnte. Irgendwie Bock auf Banane, irgendwas mit Banane. Vielleicht Pancakes habe ich überlegt, aber Pancakes ist immer so, wird man nicht so richtig satt durch irgendwie. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Jetzt werde ich erstmal nach Essen fahren und werde auf jeden Fall schon mal meine Tasche packen, dass ich mal ein anderes Fitnessstudio, ob McFit oder FitX, keine Ahnung, in Essen sehen werde und da mal eine Trainingseinheit machen werde. Und ja,
Kleinigkeiten nehme ich jetzt nur zu mir. Deshalb werde ich mir jetzt unfassbarerweise in meiner Diät nur mal einen Shake trinken. Da, keine Ahnung, normalerweise trinke ich keine Shakes, weil es nur mal Flüssignahrung ist und das macht circa gar nicht satt. Aber das sind jetzt ja, kleine Nährstoffquelle, einfach ein bisschen Eiweiß. Und vor allen Dingen schmeckt der auch mega gut. Ihr müsst mal Schoko Brownie Whey mit Kokosnussmilch, also dieser Alpro Kokosnussmilch verwenden oder ausprobieren. Da kommt der, glaube ich, auf knapp 180 Kalorien, aber das schmeckt so unfassbar geil. Und checkt es einfach mal aus. Durch und ja, viel zu erwarten habe ich dann natürlich in keinster Weise irgendwas gefunden, was mich irgendwie vielleicht mal interessieren könnte. Das Einzige, was mich da immer so ein bisschen bindet, ist das Essen, weil dieses Schnellrestaurant oder was die da drin haben, das ist schon echt, eigentlich kann man da ganz gut essen. Ja, ich merke langsam, wie meine Laune so ein bisschen ich sag mal, den Bach runtergeht, ist halt schon fast ein bisschen diätgerecht. So. Also diätgerecht ist halt diätmäßig, wenn man überlegt, dass ich halt jetzt 3 Monate schon in der Diät bin und jeder, der schon mal so ein bisschen härter Diät gemacht hat, ein bisschen strenger Diät gemacht hat und auch dort ein oder andere Kilo verloren hat, der wird mich da verstehen können. Viele Leute, die noch nie so Diät gemacht haben, denen fällt das schwer nachzuvollziehen, wie man sich fühlt. Also im Moment kriege ich so richtig gar keinen Bock mehr auf Menschen. Also man ist sehr schnell gereizt, man einem nerven vielleicht viele Dinge eher, wo man normalerweise ein bisschen toleranter mit umgehen würde. Und da müsst ihr euch auf jeden Fall, oder da müsst ihr auf jeden Fall Menschen, die euch wichtig sind, müsst ihr darüber informieren. Müsst ihr auf jeden Fall darüber aufklären, beziehungsweise müsst ihr einfach so ein bisschen eure Situation erklären, was gerade bei euch vorgeht, wie ihr euch fühlt und so weiter, damit ihr einfach nachvollziehen könnt, warum ihr teilweise vielleicht mal irgendwie ein bisschen schlechter reagiert, beziehungsweise schlecht gelaunter reagiert, vielleicht ein bisschen gereizter reagiert. Ist, wie gesagt, also für viele ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer nachvollziehbar, was da so abgeht. So. Ihr habt gesehen, ein bisschen über 1000 Schritte habe ich gemacht und jetzt werde ich noch shoppen gehen. Ich habe richtig gar keinen Bock da drauf, also ich brauche aber auf jeden Fall eine Jeans. Deshalb, ich werde jetzt mal losgehen, hoffentlich finde ich was, hoffentlich werde ich schnell fündig. Was auch immer ganz, ganz schwer ist, wenn man so unterwegs ist, dass so Schnellrestaurants bzw. so Bäcker, Frozen Joghurt, sowas, so Kleinigkeiten, die stechen einen ungemein ins Auge, da verliert man auch schnell dann den Kopf dran. Und ich merk wirklich sehr, sehr krass, dass gerade so wirklich die Konzentration runtergeht. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mich zügig da durch das Einkaufszentrum bewege und dann auch zügig ins Training komme, damit ich dafür auf jeden Fall nochmal wieder ein bisschen Power aufbringen kann. Deshalb auch diese 2 gesplitteten Trainingseinheiten, weil angenommen, ihr würdet zum Beispiel nur morgens trainieren, alles quasi die Krafttrainingseinheit, danach noch die Cardioeinheit dranhängen, dann neigt man dazu, zum Beispiel den Rest des Tages sich relativ wenig zu bewegen, weil man schon platt ist, weil man schon seine Leistung quasi für den Tag erbracht hat und wird dann zum Ende des Tages hin so ein bisschen fauler. Und ich mache das jetzt gerne, klar, jetzt habe ich auch Urlaub, da geht das so, ne? Dass ich halt jetzt morgens im Moment immer so ganz locker ein bisschen Cardio mache, um einfach ein paar Schritte zusammen zu bekommen, ein bisschen Bewegung zusammen zu bekommen.
Und dann zum Nachmittag hin meine Trainingseinheit und danach dann ordentlich essen. Schon erzählt, dass ich noch nie in meinem ganzen Leben bei Dunkin' Donuts war. Das wird auf jeden Fall nach der Figur nachgeholt. Habe ich dem Eddie schon gesagt. Eddie hat auch gesagt, wir holen eine dicke Packung Dunkin' Donuts. Geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe, man kriegt ja über die Fitbit-App kriegt man ja quasi eine Benachrichtigung, wenn man sein Tagesziel mehr oder weniger erreicht hat. Und ich habe richtig gemerkt, nachdem ich quasi mein Tagesziel erreicht habe, von den Schritten her, bin ich auf einmal, von jetzt auf gleich richtig langsam geworden, als ob komplett der Treibstoff raus ist. Naja, ich werde jetzt mal gucken, wo ich hier trainieren gehen kann in der Nähe. Weiß gar nicht, ob ich jetzt nach FitX gehe oder nach McFit. Mal gucken, was mir gleich Google sagt. Auch wenn es manche nicht gerne hören werden würden. Ich weiß nicht genau. Werden. Ich glaube, wenn ich jetzt keinen Trainingsboost hätte, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch ins Training gehen würde. Also ich bin echt todeskaputt. Ich freue mich gleich so nochmal auf die Couch und deshalb gibt es jetzt einen Trainingsbooster. So, am Ziel angekommen. FitX Nordviertel ist das hier, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was der Laden so hergibt. Aber sieht nicht allzu super aus, ehrlich gesagt, von vorne. Naja, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ich werde jetzt auf jeden Fall Gas geben. Es heißt Arme, Schultern und noch eine Muskelpartie. Bevor jetzt hier Fragen aufkommen. Ja, geil, wie Arme, Schultern, was ist denn da los? Ist ja gar nicht Oberkörper, Unterkörper oder Push-Pull-Beine. Ich habe letztens, vor 2 Tagen hatte ich eine richtig schlaflose Nacht, eine richtig schlechte Nacht und hab dann wieder mega viel gelesen und mega viel durch die Gegend gestöbert und so. Und da bin ich auf eine Trainingsmethode gestoßen, die, glaube ich, ganz cool ist. Aber ich will einfach jetzt noch nicht die Pferde verrückt machen. Und jetzt großartig sagen, ja, ich trainiere jetzt so und so. Ich will das erstmal für mich ausprobieren. Dann kann ich auch sagen, ob ich so weiter trainiere oder ob das jetzt wieder nur so ein Trend ist. Manche von euch werden jetzt sagen, ja, weiß nicht, du brauchst doch Geduld. Warum wechselst du das jetzt so häufig? Letzten Endes geht es beim Training, ist ja Training nun mal was anderes als die Ernährung, und letzten Endes geht es beim Training bei mir einfach immer so ein bisschen darum, dass ich auf jeden Fall schwer trainiere, das ist das A und O, und an dem Rest kann quasi so ein bisschen gefeilt werden, und da muss es mir im Prinzip nur gefallen, da muss es für mich irgendwie ansprechend sein. Und mal gucken, ob die Methode ja ansprechend ist, ob ich die auch so durchhalte, weil das ist ordentlich hart, und ich gebe jetzt mal Gas. So, Schicht im Schacht, ich kann nicht mehr. Filmen war leider da drin nicht möglich. Zum einen habe ich da keine Drehgenehmigung und zum anderen hatte ich halt auch nicht irgendwie Stativ dabei oder so, dass ich die Kamera vernünftig abstellen konnte. Ich bin finito, ich kann nicht mehr. Ich bin also so wenig Kraft, ich könnte jetzt direkt hier mich erstmal zurücklegen und schlafen. Beim Blick auf Fitbit. Über 15.000 Schritte gelaufen schon, 2.875 Kalorien heute verbrannt, heißt, ich werde heute Ende des Tages so circa bei 4.000 Kalorien landen, schätzungsweise, heißt, Zielkalorien sind heute so circa 2.500 Kalorien, 2.600, und jetzt mache ich mir erstmal was Ordentliches zu essen. Today I'm wearing a Zara T-shirt in a beige and new trousers in jeans look. Ne, Spaß, Freunde, auch wenn der Mr. Gooseman einen echt guten Klamottengeschmack hat, ich bin einfach nicht so ein Stylo-Milo-Typ
Und zum Kochen sowieso nicht. Und dementsprechend muss ich mich jetzt erstmal in vernünftige Klamotten schälen, beziehungsweise in gemütliche Klamotten. Aber das wollte ich euch natürlich auch zeigen, dass meine Suche natürlich auch erfolgreich war. Und jetzt erstmal vernünftige Klamotten anziehen. Tada! Man achte auf die zwei paar verschiedenen Socken. Regel Nummer 1, wenn man gefastet hat, auf gar keinen Fall mit irgendwas Süßem anfangen oder mit irgendeinem Snack, weil dann rastet man direkt aus. Deshalb hält man sich an seine Regeln und jetzt wird erstmal was Deftiges gegessen und zwar Hähnchen mit Gemüse von Froster und los geht's. Nummer 1, komplett unspektakulär, eine Gemüsepfanne mit Hähnchen und Light Ketchup dabei und guten Appetit. Regel Nummer 2 lautet, wartet, 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 auch wenn ihr ganz, ganz viel Hunger habt und ich habe auch ganz viel Hunger und das habe ich jetzt auch wirklich innerhalb von 5 bis 10 Minuten reingehauen. Man sollte einigermaßen langsam essen oder ihr esst schnell und wartet dann einfach erstmal einen Moment, trinkt was dazu, sodass euer Körper erstmal mit der aufgenommenen Nahrung einigermaßen fertig wird, beziehungsweise damit anfängt, die zu verwerten. Und dann wird auch einigermaßen so ein Sättigungsgefühl einsetzen. Ich habe soeben mein Ticket bekommen für die FIO. 4 Tage lang. Guten Tag. 4 Tage lang Dauerkarte. Krasser Typ, ey. Ich freue mich unnormal. Und ja, wie sieht es mit meinen Kalorien aus? Ich habe mir die ganze Gemüsepfanne reingehauen, das sind 480 Gramm. Dazu kommen noch 244 Gramm Hähnchen und 31 Gramm Light Ketchup. Davor habe ich, wie ihr es mitbekommen habt, den Shake getrunken und die Kokosnussmilch und bin nun bei 735 Kalorien, 35 Gramm Kohlenhydrate, 37 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett. Heißt, ich habe noch ganz, ganz viel offen bis 2500 Kalorien und ich werde mir jetzt eine weitere Kleinigkeit schon mal zubereiten, auf die ich heute einfach megamäßig Bock habe und die ich auf jeden Fall essen wollte, nämlich meinen Mandelbutterquark. Dann sehen wir erstmal weiter. Entweder habe ich jetzt schon komplett Geschmacksverkalkung oder das schmeckt mega gut. Ich habe, oh, von der Konkurrenz, von Walden Farms habe ich da Strawberry, dieses Null-Kalorien-Sirup drüber gemacht, weil meins leider ausgegangen ist und kurz vor Diätende kann ich jetzt nicht noch auf ein Paket von MyProtein warten. Da muss ich jetzt, musste ich mir schnell den Ersatz kaufen. Und das ist jetzt Mandelbutterquark mit Strawberry-Sirup. Hammergeil. Habe aber heute schon eine Bestellung bei MyProtein aufgegeben. Und wenn ihr die seht, da denke ich so, typisch geil. Also, Kreatin Beta-Alanin ist drin und sonst nur Brownies und Riegel und Chips und nur Snacks. Super geil. Ich freue mich da so nochmal drauf. Naja, ich genieße jetzt mal. Mr. Guzman! Lädt mittlerweile so krass viele Videos hoch. Mega coole Sache, gerade zum Essen. Und gleich geht's weiter. Ich liege schon kaputt auf der Couch und ich habe aber natürlich darüber nachgedacht, was kann ich denn jetzt gleich noch essen? Hab 1200 Kalorien frei und nee, sogar 1300, weil ich erst 1200 gegessen habe. Ziel sind heute 1500 Kalorien. Ja, mein Beeper hier. Mein FTDB, nicht, ach, warum sage ich immer mein FTDB? Mein Fitbit sagt schon, dass ich um die, ja, jetzt schon bei 1000, nee, bei 3300 Kalorien bin. Heißt, das wird wirklich noch ein bisschen ansteigen, so auf, ja, mindestens 3,8 bis 4000 Kalorien, sodass ich wirklich ein immer noch ziemlich hohes Kaloriendefizit heute einhalten werde. Und wenn man so viel Kalorien frei hat, dann neigt man wirklich sehr, sehr gerne dazu,
vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die man vielleicht am Ende des Abends dann bereut. Wir haben jetzt zwar schon 19 Uhr, ich weiß aber halt nicht, wie ich zum Beispiel heute schlafen kann, also ob ich heute gut schlafen kann oder wann ich überhaupt zum Liegen komme und so. Und ja, angenommen 1300 Kalorien, da könnte ich mir beispielsweise, glaube ich, jetzt sogar schon ganzes Ben & Jerry's für reinklatschen, also wirklich die ganze Packung. Weiß gar nicht, ob das jetzt von den Nährwerten auch so passen würde. Ich habe halt noch mega viele Kohlenhydrate frei. Ich glaube, von den Fetten her würde es nicht passen. Aber ich glaube, das sind halt so Entscheidungen, die bereut man sehr schnell. Weil angenommen, ich würde mir das Eis reinhauen, dann wäre ich vielleicht die nächsten 2 Stunden super zufrieden und wow und geil, ich habe heute in meiner Diät ein ganzes Eis gegessen. Aber letzten Endes kann es halt sein, dass ich zum Beispiel um 10 noch gar nicht ins Bett gehe, sondern halt erst um 12 oder so. Und bei Eis ist es nun mal so, dass der Blutzuckerspiegel relativ schnell ansteigt. Wir haben vielleicht auch ein relativ langes Blutzuckerhoch, aber dementsprechend wird auch einfach dadurch, dass es einfache Kohlenhydrate sind, der Blutzuckerschnelle sehr, sehr schnell und rapide absinken, sodass da in diesem Moment dann dazu kommen kann, dass man zum Beispiel so Heißhungerattacken bekommt, beziehungsweise so richtig krassen Hunger. Dementsprechend habe ich mir überlegt, ich hatte zwar Pancakes heute angedacht, aber Pancakes ist auch so, weiß nicht, das kann man so essen wie Eis halt. Und jetzt habe ich mir überlegt, die Süßkartoffel-Brownies, die ich euch auch schon mal gezeigt habe, die sind eigentlich sehr, sehr geil, weil die zum einen sehr lecker sind und zum anderen sind sie halt, ist Banane drin, Instant Oats sind drin, Süßkartoffeln sind drin und das ist einfach, glaube ich, eine sehr, sehr solide Komponente, die trotzdem sehr, sehr lecker schmeckt. Deshalb habe ich mir überlegt, werde ich Süßkartoffel-Brownies machen und habe dann sogar immer noch 400 bis 500 Kalorien bis 2500 Kalorien offen, sodass ich mir noch irgendeine Kleinigkeit, irgendwas machen kann, worauf ich halt noch Bock habe. So. Und deshalb werde ich jetzt nochmal aufspringen, nochmal losfahren und mir ein paar Süßkartoffeln holen. Und dann sehen wir uns gleich beim Süßkartoffel-Brownies machen. So krasser Scheiß und den esse ich einfach mal in der Diät. Unfassbar. Also so heftig, es schmeckt so unnormal gut. Protein-Vanille-Pudding, Süßkartoffel-Brownies, ihr habt sie gesehen. Ein bisschen von der Karamell-Null-Kalorien-Sirup-Soße. Der restliche Teil der Süßkartoffel ist noch im Ofen. Da wird jetzt gleich noch ein bisschen Zimt drüber kommen. Und ich klatsche mich jetzt wieder vor die Glotze. Das Beste, was ich bisher in meiner Diät gegessen habe. Also, ich habe ein bisschen die Zutatenzusammensetzung verändert. Und zwar habe ich ein kleines bisschen Backpulver mehr mit reingemacht. Dann habe ich anstatt 120 Gramm Süßkartoffeln, habe ich 150 Gramm gekochte Süßkartoffeln reingemacht. Und habe dafür und habe anstatt 60 Gramm Whey 50 Gramm Whey genommen. Hammer. Einfach nur Hammer. Schmecken so unfassbar fluffig. Die Süßkartoffel kommt kein bisschen raus. Vielleicht so minimal, aber schmeckt einfach richtig super. Und also das ist mit das beste Rezept, würde ich sagen. Hammer einfach nur. Spaß, Freunde. Das war's mal wieder mit dem Full Day of Kai. Ich hoffe, er hat euch gefallen. War heute ein bisschen ausführlicher. Wirklich versucht, möglichst euch zum einen Informationen wiederzugeben, dann natürlich auch einigermaßen den Unterhaltungswert so weit hochzuhalten, wie es noch geht. Ich bin sehr, sehr kaputt, wie ihr es auch sehen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann
dem Video auch den Daumen nach oben gebt. Und zu guter Letzt möchte ich mit euch oder euch einmal kurz zeigen, wie denn mein FTDB-Eintrag aussieht. Ich habe jetzt zuletzt auch den Protein-Cookie gegessen. Der hat perfekt in meine Makros noch gepasst. Was ein Zufall. Und was heißt denn meine Makros? Ne? Die sind so schwammig, muss man ehrlich sagen. Ich habe heute 2500 Kalorien zu mir genommen. 200 Gramm Carbs, 265 Gramm Eiweiß, viel zu viel im Prinzip, aber ist auch nicht allzu schlimm. Also Eiweiß passt schon, Fett 60 Gramm, das ist okay. Ballaststoffe 45 Gramm, das ist aber jetzt auch gekommen durch den Riegel und natürlich Gemüse, Süßkartoffeln, auch Ballaststoffe drin, also ist auch okay. Mein Fitbit, das lädt gerade auf und ich bin heute 17.000 Schritte gelaufen, 14,23 Kilometer, bin jetzt um 10:30 bei 3,72.000 Kalorien, die ich verbrannt habe, 2500 zu mir genommen, heißt, ich bin jetzt schon 1200 im Defizit, bis 12 Uhr wird das noch circa bestimmt auf 3800 ansteigen, auch wenn ich jetzt schon pennen gehe, ich bin nämlich todesfertig und ja, erfolgreicher Diättag auf jeden Fall wieder und gute Nacht.